Hallo zusammen, hier ist wieder für euch Schoki-Banoki New Television Daily, deine tägliche Dosis Angeberwissen. Neben mir sitzt der Sascha und ich bin der Marc. Ja, wir haben heute den 17. Mai und am 17. Mai haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind. Da sind wir mal gespannt. Kennst du jemanden, der am 17. Mai Geburtstag hat? Oh, nein. Warte mal, da fällt mir was ein. Ich glaube, der Rosé hat am 17. Mai Geburtstag. Oh, hat der Rosé am 17. Mai Geburtstag? Der Rosé? Mist, vielleicht habe ich es heute vergessen. Und wenn? Happy Birthday. Von dieser Stelle aus alles Gute für dich. Oder nachträglich. Ich glaube nicht, der hat jetzt irgendwann Geburtstag. Ja, naja. Rosé Antonio Manchin-Wilches, das ist hier mein Illustrator, den ich immer da... Ach, du hast einen Illustrator? So. Ja, ja, genau. Ja, 17. Mai, der hat Geburtstag eigentlich. Cosma Shiva Hagen. Ah ja. Kennst du? Natürlich kenne ich. Ja, Cosma Shiva Hagen, Schauspielerin bei Sieben Zwerge. Ich habe sie eigentlich nirgendwo anders gesehen, ganz ehrlich. Ja, Sieben Zwerge, Teil 1, 2, 7, 8, 9 und sowas. Ja, dann hat sie immer Schneewittchen gespielt. Ich überlege gerade, ob ich sie nochmal woanders gesehen habe. Aber stimmt, also Sieben Zwerge, da kenne ich sie auch her. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine Perle. Muss man sagen. Sie sieht aus, besser aus als ihre Mutter, würde ich sagen. Ja, ihre Mutter ist ja 400 Jahre älter, aber kennst du die Nina Hagen, wie sie 25 war? Das war ja auch eine Schnitte. Stimmt, ich habe den Farbfilm vergessen. Richtig, das war auch eine Schnitte. Da sah sie auch. Ja, die ist natürlich dann später ein wenig Drogen verhext gewesen, sozusagen. Drogen, was weiß ich, keine Ahnung. Ozonloch, was auch immer. Wie meinst du das jetzt? Ja, wegen der Haut. Alles egal, mach doch einfach was. Ja, am 17. Mai, du musst weitermachen. Ich bin da dran. Ja, am 17. Mai 2007 ist etwas passiert, was wirklich also eine historische Tragweite eigentlich hatte. Was denn? Erstmals überquerten seit 50 Jahren überqueren zwei Züge die Grenze der beiden Länder Nord- und Südkorea. Oh. Ja, ja. Ja, wann war das? Das war am 17. Mai 2007. Ah, 2007? 2007. Erst. Okay, das ist 50, noch gar nicht so lange 50 Jahre, her. 50 Jahre vorher nicht gewesen. Erstmal seit über 50 Jahren, ja. Mensch, hier, Bildungsauftrag bei Schoki Banoki. Ja, am 17. Allerdings. Mai ist auch Aktionstag, internationaler Tag gegen Homophobie. Oh, das ist gut. Ja, also wenn du jetzt Homo wärst, dann wäre es jetzt nicht so schlimm, dass wir jetzt irgendwie so da sitzen oder so. Das kann man mal machen, auch wenn es mich jetzt gerade so ein bisschen nervt. Also aber Homophobie grundsätzlich ist jetzt auch blöd. Ja, total. Ja, weil es ist ja übertrieben. Nur weil jemand homosexuell ist, heißt das ja nicht, dass er übergriffig wird. Richtig. Weißt du? Genau. Ja, ja. Ich kenne Leute, die sind total homophob. Wenn da jemand sagen würde, mein Mann und ich und hin und her, ja. Ja. Dann würden die, glaube ich, aus dem Zimmer springen. Das gibt's ja gar nicht. Das kann man sich in der heutigen Zeit ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen, ne? Dass jemand so ehrlich blöd ist. Ne? Ja. Aber so ist es halt. Aber heute Aktionstag, internationaler Aktionstag gegen Homophobie, was ich auch gut finde. Darf man ruhig mal klatschen. Also nicht die Homophobie an sich, sondern die Aktionstag dagegen. So. Ganz genau. Ja, okay. Genau. Ja, 17. Mai 1961, die Europäische Fußballunion UEFA führt den Europacup der Pokalsieger ein. Alter, das war jetzt aber... Ja, aber richtig, mach mal, pass auf. Boom. Ja, ich kann richtig geil klatschen. Da gehen die Peaks im Hintergrund wieder hoch. Piu, der Tontechniker. Der Tontechniker so... Was war Europapokal der Pokalsieger? Ja. Ja. Europapokal der Pokalsieger gibt es ja nicht mehr. Gibt ja nur noch die Champions League. Na, wollte ich auch gerade erwähnen. Ja, aber davon hast du ja keine Ahnung. Richtig, ja. Das war der 17. Mai. Ja. Wieder ganz viele Informationen, mit denen ihr rausgehen könnt und heute die Welt beglücken könnt. Und morgen sehen wir uns wieder am 18. Mai. Genau. Bei Daily. Bis dann. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski. Hast du gleich noch was vor, Schatzi? Sollen wir noch irgendwo hingehen? Du, ich kann dir einfach sagen, ich bin nicht homosexuell, aber ich respektiere dich trotzdem. Das ist nett.